Marvin, Leute, können wir eine Butterfinger-Wave haben für Butterfinger? Butterfinger. Butter zu dem Finger hat mal wieder hochgeladen. Butterfinger hat tatsächlich einen Doppelgänger zum BVB geschickt. Interview mit Marco Reus und Alex Witzel. Butterfinger, ich bin gespannt, genau. Hallo, da bin ich wieder. Meine Freunde von Prime Video waren so begeistert von meinem Probetraining beim BVB, dass sie direkt gesagt haben, komm doch nochmal vorbei und mach ein Interview mit den Spielern. Und diesmal nicht nur mit meinem Kumpel Axel Witzel, sondern auch mit Mannschaftskapitän Marco Reus. Und von dem war ich ein super Fan in der Jugend. Alex, Axel, genau. Nicht nur die Haare wie er gefärbt, sondern habe auch sehr, sehr viele Fotos mit ihm zusammen gemacht. Zum Beispiel das hier. Oder das hier. Oder das hier. Oh, scheiße, Mann. Oh, scheiße, Marvin, wirklich. Und mein Lieblingsbild ist das hier. Bro, bro. Und damit nicht nur ich die Chance habe, diese zwei Fußballstars zu treffen, habe ich gedacht, gebe ich jemand anderen die Gelegenheit, das Interview zu machen. Doch. Es darf natürlich nicht auffallen, dass nicht ich auf dem Stuhl sitze. Und deswegen habe ich jemanden gesucht, der so ein bisschen Ähnlichkeit hat mit mir und habe meinen Doppelgänger gesucht. Vor ein paar Monaten habe ich schon mal Ausschau nach einem Darsteller gehalten, der mich mal im Fall der Fälle vertreten kann, der so ein bisschen Ähnlichkeit hat mit mir und den ich mal vor Gericht setzen kann oder zum Abendessen bei meinen Eltern und keinem fällt's auf. Ja. Und da hat sich der liebe Fabian gemeldet. Fabian ist weitaus größer als ich. Der hat nur rote Haare, mehr nicht. Wesentlich mehr Muskeln als ich und blaue Augen. Am Ende hat er wirklich einfach nur die Haarfarbe mit mir gemeinsam. Ja. Nichtsdestotrotz habe ich ihn mal angerufen und er hat wahnsinnig Bock, Marco Reus und Axel Witzel zu interviewen. Und der hat schon wahnsinnig viel Erfahrung vor der Kamera. Zum Beispiel hier Köln 50667, Alarm für Cobra 11. Bei Worldwide Wohnzimmer war er zu Gast. Was ich ihm beim Telefonat aber nicht gesagt habe, ist, dass er einen Knopf von mir ins Ohr bekommt und all das sagen muss, was ich ihm aufs Ohr gebe. Der sieht halt gar nicht so aus wie, also... Und dann war es endlich soweit. Das Setting war eingerichtet, die Spieler waren bereit, der Doppelgänger hatte den Knopf im Ohr und jetzt fehlte nur noch eine knackige Anmoderation. Danke. Hallo, da bin ich wieder. Ich habe mich heute... Der sieht doch nicht aus wie Marvin. Ich bin ein bisschen aufgeregt deswegen, weil ich heute ein gutes Treffen habe mit... Marco Reus und Axel Witzel, hallo. Hallo. Hi. Nachdem ich also gemerkt habe... Als ob die beiden das nicht gecheckt haben, oder? ...dass Fabian nicht unbedingt der nächste Markus Lanz wird, hatte ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich gebe ihm die super mega Fragen aufs Ohr und er wird... Ja, ich habe mir wirklich einen aggressiven Popel gerade aus meiner Nase geholt, es tut mir sehr leid. Das ist ja Prime Video Moderator. Oder ich mache es zum schlimmsten Interview für alle Beteiligten vor Ort. Und was hast du genommen? Weil, ist lustiger. Ich habe so ein Ritual. Wir singen immer ein Lied in meinen Interviews, okay. Und zwar hier BVB. Ja, also ich habe ja immer ein Ritual, bevor ich meine Videos starte. Und zwar ist das das Heer BVB-Lied. Und das würde ich jetzt gerne mal mit euch sozusagen anstimmen. Und zwar Heer BVB, Heer BVB, Heer BVB. Okay. Genau, und... Schwarz und Weiß sind unsere Farben. Schwarz und Weiß, das sind... Ey, wie viel über mir denn? Schwarz und Weiß. Schwarz-Gelb, ja, sorry, die Aufregung, ne? Ja. So, nachdem mit dem gemeinsamen Ständchen das Eis gebrochen war, war es natürlich auch Zeit für die erste seriöse Frage. Scheiße, Mann. Denn hier wird Journalismus großgeschrieben. Mhm. Marvin, auf YouTube. Wie ist das so? Also habt ihr da... Ihr bekommt ja auch immer einen Push oder so mit Zuschauern, oder ist das irgendwie anders? Ja, klar. Wenn du vor 80.000 spielst, ist, glaube ich, ein ganz anderes Gefühl, als wenn du vor 15.000 oder 20.000 spielst. Ja. Apropos Push, ich muss mal die Brust aufpumpen und drei Liegestütze machen. Mit Push kann ich mir ganz gut aus. Und zwar kann ich gute Liegestütze. Würde ich jetzt auch mal machen, drei. Deswegen kann ich die machen, like Push-Up. Push-up. Regel Nummer 1 an jeder Moderatorenschule, Scheiße, du musst mehrere Sprachen perfekt sprechen können. Als wäre es deine Muttersprache. Und bei Fabian ist es zum Beispiel Englisch. You can make... Ich habe da eine ganz spezielle Technik. Ja, vielleicht wisst ihr das noch gar nicht, aber wenn ihr den so macht und dann springt. Mehr für die Brust. Ach Mann, die Arme, Alter. It's more for the chest, you know? Ja. Dann kannst du auch den Gegner mal wegbuffen. And then you can... wegbuffen, den Gegner. Wegbuffen, ja. Your Gegner, yes. Ich glaube, du wärst auch ein guter Athletiktrainer, glaube ich, bei uns. Ja. Ich würde aber gerne Masseur sein. Ich würde auch gerne einfach Sir sein. Sir, oder? Sir. Masseur, ja, klar. Ah, Masseur. Ja, yeah, okay. Sir Masseur, ja. Okay, okay. Deswegen. Also bei Haaland oder so, der ist ja noch in der Reifephase. Der hat stramme Waden, der. Nee, der muss sich ja noch weiterentwickeln. Der hat ja schon stramme Waden, deswegen, wenn ich die. Würde ich gerne mal durchkneten, die Waden. You know. No. Ey, Bro. Würdet ihr auch gerne mal Haalands Waden durchkneten? Würdet auch gerne mal Haalands Waden durchtreten oder durchkneten oder? Durchtreten, oh Gott. Durchtreten. Nee, kneten. Ja, kneten. Also nicht Masseur. Treten. Masseur. Ja, ich. Like a Masseur. Ja, like a Masseur. Nee. Was waren denn da bei euch die größten Erfolge bis jetzt, oder? Außer Haalands Waden. Außer Haalands Waden natürlich. Also ich glaube halt, das Unangenehme ist nicht mal, Digga, dass er so, dass er diese Aufgaben hat, sondern dass er so todes-cringe-nervös ist einfach.
Guck mal, er hier sitzt nur hier, Bro. Der checkt gar nichts, Mann. Der hat gar keinen Bock. Hier zu sitzen ist schon, ja, schon cool. Wenn man schon mal ein Interview mit Fußballstars hat, ist es natürlich auch wichtig, mit denen auf Augenhöhe zu sprechen. Und wie kann man am einfachsten dafür sorgen? Richtig, man zeigt einfach mal den Trick, bei dem selbst den Weltfußball an die Kinnlade runterfällt. Ich habe damals mit Marco Reus zusammen Fortnite gespielt und ich sag's ganz ehrlich, Und dann hat Fabian meinen rausgehauen. Maybe I can show you a trick. Und dann machst du jetzt einen Trick und schießt einmal so eine Lampe um. And then you must take it in. And then, aber vorsichtig. Ja, and then, yes, the ball is... Yeah, left-footed? No, yeah, right-foot. I am two-footed. Both? Yes. So you don't know which one is the best? No, it's... Beide Seiten like sind stark? Dembele beide Seiten. Ja, beide Seiten. Aber wenn man drei Dankeschön. Beine hat, ist das eh üblich. Aber wie alt bist du jetzt? Ich 21, aber mit drei Beinen kann er ja auch einfach alles machen. Marco Reus, like, Alter, like, der arme Junge. Free yeah. So you know. Scheiße, Mann. Ja, yeah, I know. Yeah. Versteht ihr, wegen Pimmel? Wegen Pimmel. What? Like, ja, like, yeah, well, I'm not stupid, you know. Nee, es geht um meinen Schatz quasi. Bro, so ein schreckliches Interview, Mann. Okay. Und weil ich in meiner Jugend ja so ein riesen Marco Reus-Fan war, habe ich nicht nur viele Fotos mit ihm, sondern auch ein paar Trikots. Und da hatte Fabian den Sonderauftrag, lass die alle von Marco Reus unterschreiben. Was er nur nicht wusste ist, dass da überall schon ein Autogramm von ihm drauf war. Und ich habe mir ein Trikot mitgebracht, nennen wir es mal ein paar Trikots. Ob du die vielleicht unterschreiben könntest. Wenn man schon mal die Zeit hat, muss man auch alle Trikots mitnehmen. Das war aber nicht meine Unterschrift. Hast du meine Unterschrift gefälscht? Ja, habe ich selber drauf gemacht. Ich glaube, da habe ich selbst einen drauf gemacht, einfach nur um anzugeben, Soll ich erstmal einen Witz erzählen? Das Wichtigste ist, wenn keiner über deinen Witz lacht, liegt es nicht an dem Witz, sondern es liegt daran, dass der andere keinen Humor hat. Und dann hilft es eigentlich immer, den Witz nochmal zu erklären. Aber ich könnte euch einen Witz erzählen. Zu welchem Arzt geht Pinocchio? Bro, wie lange müssen die beiden denn da sitzen bleiben, die Armen? Pinocchio. Zu welchem Arzt geht denn Pinocchio? You know Pinocchio? Wo ist Pinocchio? Ja, ja. Zum Holz-Nasen-Ohren-Arzt. Holz-Nasen-Ohren-Arzt. Holz. It's from LOL. Yes, Holz-Nasen-Ohren-Arzt. Holz. Holz. Ja, yes. Wegen Pinocchio. Na, weil der eine Holznase hat. Weil er eine Holznase hat. Dicker. Ja, aber... Was wärt ihr denn geworden, wenn ihr kein Fußballer geworden wärt? Wenn ihr kein Fußballer geworden wärt, was wäre euer Beruf dann geworden? Schwierig zu sagen. Irgendwas hätten wir schon gemacht wahrscheinlich. Immer diese Fragen. Es sind die unangenehmsten Fragen, die man in so einem Interview haben kann. Bei Gott, ich hasse es. Alex wäre vielleicht... Axel wäre vielleicht Alex. Busfahrer geworden. Ja. Wer ist denn jetzt Alex? Alex. Busdriver. Aber Alex... Wer ist denn ja, Alex? Aber Marco, Alex sehe ich hier gar nicht. Ja, sorry, ich war... Nein, nicht weiter. Da gab es woanders. Bei Marco sehe ich ja Fliesenleger. Der hat so richtige Fliesenleger-Hände. Naja, ich hätte jetzt eher bei dir so einen Fliesenleger-Hände. Ach Mann, Bro. Excellent, I can see. Was wärst du geworden, wenn du kein Influencer wärst? Subway-Mitarbeiter. Kannst du überhaupt nicht fassen. Handwerker. Drive a taxi? Yeah. Uber, no. Work for Uber. Nee, Fliesenleger. I don't want to be. Also so hast du schon mal Fliesen verlegt? Ein Fliesenleger. Also, ja? Das kannst du dir vorstellen. Aber ist ja okay. Ja, klar. Für mich ist es keine Beleidigung. Hast du schon mal gemacht? Aber hast du schon mal gemacht? Nee, aber ich habe schon mal tapeziert und gestrichen und alles, ja. Wie ist das bei euch mit der Ernährung? Scheiße. Hat irgendwie... Dicker. Ich glaube, Marco hat gar keinen Bock mehr. You don't care. No, but... Cola in the morning. Cola? No, yeah. I never drink Cola, bro. No? No. Und was macht ihr heute noch so aus einem schlechten Eindruck? Aber was macht ihr jetzt heute noch? Also nach dem guten, schlechten Eindruck von mir? Ich werde meiner Frau erzählen, wie scheiße das Interview war. Echt? Und dann... Werde ich dann auch zu Hause erzählen. Genau so. Und dann musste ich nur noch mein Versprechen einlösen, denn Fabian hat vorher extra gefragt, ob er seine Jacke vom Kreisliga-Verein mitbringen kann. Denn er wollte einfach nur, dass Marco Reus und Axel Witzel die einfach mal hochhalten, damit es so aussieht, als ob die beiden bei so einem Kreisliga-Verein spielen. Ich möchte noch einmal kurz. Oh, das, 41. Ob ihr das vielleicht gleich hochhalten könnt. Geh mal her, sag mal. It's my club. Ich komme so, jetzt raus. Sing mal hier, BVB. We can sing a hey, BVB. Hey, BVB. Hey, 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 BVB. Warum singt ihr denn nicht mit, wenn ich Ihnen das sage? Ich schwöre, ihr, ne? Tachchen. Marvin, der echte Marvin. Ja, hi. Wir haben uns ja schon mal gesehen. Fabian hat mich heute so ein bisschen vertreten. Die sehen halt nicht mal im Ansatz gleich aus, Mann. Das hat überhaupt keinen Sinn. Und hat die Sachen euch übermittelt, die ich ihm aufs Ohr gegeben habe. Ich fand den
am besten eigentlich. Also ich... Das beschreibt es ganz gut. Schmerzhaft einfach nur. Einfach nur schmerzhaft.